Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Ja, die hat geschrien, ne? Dann gehe ich rum. Komm mal her, du kleine Sacknaht, du. Ah, ein Bulle ist auch dabei, scheiße. So, der Platz nicht. Geh weg und stirb ganz normal, Bulle. Nicht platzen, nicht platzen. Oh. Komm ich da ran? Komm ich da ran? Ein Jagdmesser und eine Batterie habe ich bekommen. Perfekt, dann haben wir jetzt beide ein Jagdmesser. Juhu! Geile Sache. So. So, ich wollte erstmal Bäume hacken und uns viele neue Bolzen machen. Blade Traps direkt nebeneinander, sagst du, ja? Ja. Weil sonst laufen die ja dazwischen durch. Dann mache ich die aber jetzt nur an der Ecke, weil ich habe nur nicht so viele. Das Ziel ist, dass die irgendwann komplett den Rand bedecken. Mach ich erstmal die Ecke. Weil wenn wir die nicht dicht direkt nebeneinander machen, dann ach, kacke, jetzt hat er das Kabel, das Zugkabel weggemacht. Au. Muss ich mich um die Verkabelung kümmern etwa? Ich dachte gerade, der hat nur eine maximale Anzahl an Kabel, die so ein Koppler da machen kann. Okay. Eigentlich ich dachte mir, ich verstärke erstmal die Ecken. Okay. No, dann haben wir jetzt. Ich hoffe, die sind nicht zu nah beieinander, dürfen sich ja nicht wehtun. Nö, nö, wenn du zu nah beieinander wären, dann könntest du die da nicht platzieren. Gut, das ist doch schon mal ein Argument. Ich weiß. Dann verstärken wir auch hier die Ecke. Kabel hauen sie auch nicht kaputt, oder? Nee, höchstens halt die Verteiler, an denen sie sind. Ja, die kann ich ja nicht hinbauen, weil der Verteiler müsste ja funktionieren, weil sonst wäre er ja schon längst kaputt. Ich hör Zombie. Hab mich nur verhört, das warst du wohl. Kann sein, ich hacke gerade ein paar Bäume. Schau dann auch gleich nach unserem Dings, wie heißt's gleich? Wo ist die Verteilerdose gewesen? Scheiße. Komm ich da ran? Na, oh, jetzt hat er da was abgemacht. Ich drehe am Rad. Das fällt mir da jetzt auch auf. Oh. Montierst du was, dann macht er dann woanders ein Kabel ab. Das ist ja voll kacke. Hat er das? Hier habe ich noch nicht gemacht. Gut, dass mir das jetzt auffällt. Und wir uns nicht in der Nacht wundern, dass das nicht läuft. Ich glaube, ich bin heute schon den ganzen Tag mit den Blade Traps beschäftigt. Oh. Denk dran, die Verkabelung muss immer von der Powerquelle zum Dings. Ah, das ist wohl der Grund, warum das immer mit dem Kabel jetzt nicht funktioniert. Ich gehe nämlich immer von dem Material quasi zu der Quelle. Und der macht mir die ganzen Leitungen. Muss von der Quelle Endverbraucher. Der macht mir die ganzen Leitungen weg. Jetzt sehe ich hier. Ah, oh, ich kriege ja ein Rad hier. Verdammte Kacke. So. Komm ich jetzt da ran wieder? Hat er mir woanders wieder ein Kabel weggemacht? Ich drehe ja gleich am Rad. Soll ich mich um die Verkabelung? Nein, ich will am Rad drehen. Okay. Wenn du am Draht drehen möchtest. Jetzt fehlt da hinten die Verbindung. Muss das ja auch mal lernen. Immer wenn du das machst, dann kann ich das ja nicht. Will das ja sehr auch gut mal können, der Heinrich. Will auch mal verkabeln. Okay. Mache ich halt alles nochmal. Okay. So, jetzt haben wir hier die Verteilung. Toll, jetzt ist dein Stachelscheiß da. Dann. Ah!
Durch deinen Stahlscheiß komme ich mit dem Kabel nicht ran. Dann musst du das von unten noch ran? Ja, ich springe jetzt in den Stachel und sterbe. Super. Oder brech mir die Beine. Ja, hat nicht geklappt. Oh, ich komme aber nicht raus. Ich glaube, dann mache ich da das nächste Mal. Dann reiße ich die ab und mache ja, da... Ja, ich kann das jetzt nicht verlegen. Dann reißt den einen, der da direkt drüber ist, ab. Dann kommt da ein Dings hin, ein ist gleich eine Falltür. Ja, 20 Jahre. So, ich habe ganz viel Kotten geerntet. Ich kann ganz das ist Stoff. Gut. Ich kann 12 Stoffdinger machen. Also hackst du auch gerade Holz nebenbei, ne? Jetzt gerade nicht, aber ich habe schon Holz gehabt. Warum? Ah, weil die Verteidigung noch nicht stehen. Ja, ich wollte jetzt gerade Stacheln noch verteilen. Von der Quelle zu der Quelle. Das geht so. Dann springe ich hier wieder runter. Lebe noch. Mann. Nochmal ein Kabel. Da muss ich aber hier irgendwie außenrum wieder laufen. Das ist sehr gefährlich hier zu verkabeln. Ah, jetzt ist das Kabel gerissen. Ah. Von hier geht's. So, leg dich nicht mit mir an, du Schreikramp. Bist du gerade auf dem Haus? Nee, ne? Nö, ich bin jetzt gerade dabei, die Gräben wieder zu verstacheln. Hey. Geh ab. So, weil bevor ich jetzt hier weitermache, gucke ich erstmal, ob das alles jetzt so richtig ist und läuft. Bevor ich hier noch mehr verkabel. Einschalten. Einer läuft. Ja, wir sind auch schon beim Maximum der Power. Wir müssen da mehr Generatoren. Links laufen alle drei und da läuft nur einer. Okay. Ja, wir sind bei 150 von 150. Wie viele sind an dem dran? Drei. Also drei drei Motoren sind drin und dran sind sechs. Okay. Ich guck mal, ich muss sowieso noch den, wir müssen sowieso unsere Motorräder noch aus. Mein Motorrad ist leer. Meins noch nicht, aber vielleicht haben wir da hinten in den Schränken noch irgendwo, noch ein Motor oder so. Ja, da sind noch. Damit zumindest. Ach, oh, das ist auch schon wieder so eine Schreikuh. Okay, ist tot. Hui! Mal gucken, ob gleich Zombies angerannt kommen. Sieht aber gut aus. Fast tot übrigens wieder. Aber das nur am Rande. Mach doch sowas nicht. Nee, ich will das Fahrrad aufstellen. Boah, dein Bike steht auch gut. Richtig gegen die Kisten hingeschmissen. Ja, schon wieder irgendwo was.
Batterien haben wir genug, aber Motoren irgendwie nicht. Nee, haben keinen. Muss ich Motoren sammeln? Kein Motor mehr da. Muss ich mal Motoren sammeln. Na, ich kümmere mich erstmal um die Treppe hier. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir irgendwo noch Autos in der Nähe haben. Höchstens in der Eisstadt. Wieso bin ich immer noch überladen? Ich habe doch nicht mehr so viel Sachen drin. So, 14 Erste-Hilfe-Verbände kann ich machen. Scheiße, zu nah an die Stacheln ran. Ja. Ist eine gefährliche Arbeit, will ich nicht abstreiten. Oh, es kommt schon wieder so eine Schreitussi. Ich hatte mich gerade erst erholt. Die KI lässt uns hier keine Ruhe. Oh, ich hör's. Ja, Leuchte, Biker. Jo, ich bin da. Vielleicht sollten wir einfach die Traps anmachen. Oh, oh. Oh! Aua! Ja, schnell! Alter. Dann hinterlässt ja auch nichts. So, dann gucke ich mal, ob wir noch ein, zwei Blade Traps haben. Eine Ecke kann ich noch machen. Ich guck mal, wie viel überhaupt Motoren der andere hat. Na, der hat 5. Der dürfte dann alle hinkriegen. Dann glaube ich, brauche ich auch gar nicht anfangen mit dem Stromzaun. Der zieht ja auch nur Energie weg.
Ja, ich gehe da mal raus und repariere meinen Stacheldraht. Okay. Hui. Hast du nur Stacheldraht dabei? Ja. Na, warte mal. Kannst du mir ja gleich geben, dann kann ich ja da, wo Stacheldraht fehlt, gleich einen hinsetzen. Bitte schön. Hey. Okay, danke. Bitte. Aber schon, es ist 11 Uhr und schon dreimal diese Schreitussi ist da gewesen. Das wird mehr. Irgendwo schon wieder wer reingelaufen. Dass die einfach nicht abwarten können auf ihre Fallen, ne? Die wollen es unbedingt vorher. So wie Kleinkinder. Die wissen, oh, es ist Weihnachten. Die trotzdem in der ganzen Wohnung oder so nach ihren Geschenken suchen. Das hast du doch bestimmt auch früher gemacht. Klar, ich wusste schon immer vorher, was ich bekomme. Meine Eltern haben einfach verdammt schlechte Geheimverstecke. Ich glaube. Ja, meine auch. Das war der Bettkasten unterm Bett eben und Schlafzimmerschrank. Ich weiß nicht mal, was das war. Mit einem Geschenk habe ich schon einen Monat oder so vorher gespielt. Weil früher hat man ja, konnte man ja nicht bei Amazon bestellen. Da ja, hat man vor allem, wenn man bis Weihnachten gewartet hat, dann gab es teilweise ja die Sachen auch nicht mehr im Laden zu kaufen. Richtig, oder waren dann teurer. Und darum haben dann die Eltern früher mit Weitsicht quasi schon fast, naja, im Sommer würde ich nicht sagen, aber Herbst oder so haben sie schon locker die ganzen Geschenke gehabt. Oder ein Großteil davon. Ja, meine haben auch immer meine Geburtstags- und Weihnachtssachen zusammengekauft, weil mein Geburtstag relativ nah an Weihnachten ist. Das war dann teilweise manchmal ein Problem. Wie macht ihr das denn? Oder wie haben es eure Eltern gemacht mit den Weihnachtsgeschenken? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Oder wie haltet ihr es heute? Schenkt ihr überhaupt noch was zu Weihnachten? Ja, per Smartphone. Oder sagt ihr, nö, ich habe keinen Bock auf das ganze Gedöns, ich verschenke einfach nichts zu Weihnachten. Wahrscheinlich so wie ich. Ich habe meiner Mutter, weil die auch ein bisschen zockt, einfach mal ein paar Steam-Codes geschenkt. Was hast du ihr geschenkt? So ein paar Steam-Codes für Spiele. Achso. Das war mein Geschenk, damit sie daddeln kann. So nett bin ich. Nächstes Mal bastle ich eine Karte. Na, das, da bin ich mal gespannt drauf, wie du eine Karte bastelst. Ich habe das früher als Kind auch mal gemacht, ja, ich kann das. Ja, das sehe ich, glaube ich dir, wenn ich sehe. Ey, oh, ich hasse es. Oh, ich brauche mehr Eisen. Ja, dann geh in den Keller. Nee, das muss ja gemacht werden. Wir haben ja ganz viel Eisen in der Schmiede, aber das muss ja erstmal fertig geschmiedet werden. Was man immer abbaut, ist Stahl, ja. Nee, Eisen jetzt. Oh, ich habe auch schon ganz viel hier in Auftrag gegeben, ganz viel Eisen wieder. Aber das dauert, bis das fertig ist. Also bisher bin ich fast zur Hälfte rum. Ich musste kaum Stacheldraht nachbauen. Also muss halt nur viel reparieren. Das bringt schon was. Weiß nicht, hast du die Fallen in der Schlucht schon da in den Graben repariert? Ich noch nicht. Auf jeden Fall mache ich uns gerade ganz viele Eisenbolzen.
Ich höre schon wieder irgendwo eine Schreitussi. Ich sehe sie noch nicht. Oder ist sie wieder hier reingegangen? Nö. Hier waren wir auch schon ewig nicht mehr unten, ne? Haben wir da was gepflanzt überhaupt? Wir hatten da die Bäume gepflanzt, aber die haben die Eisen, die Stangen kaputt gemacht. Ach ja, stimmt, das ja. Deswegen, also wir könnten da halt unsere Dings hinpacken, unsere Pflanzung, also unser Nahrungsgedöns. Oh, ich fand das so schön mit der Idee so. Du kannst natürlich das tiefer buddeln und nochmal die Baumidee angehen. Das steht dir natürlich frei. Ach nee, da habe ich gerade echt keinen Nerv zu. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich einen Erdbohrer habe. Oh. Erdbohrer macht schwarz. Oh, ich habe schon wieder kein Eisen mehr! Toll. Na, was soll's? Hacke ich halt Holz. Oh, reimt sich ja sogar fast. Hm. Oh, du Wartgelist. Hm? Ich hör wen? Ach, da. Willst du ihn erschlagen? Dann mach ich. Ja! Na, dann schlag du. Oder soll ich uns noch ein paar Dings besorgen? Wie heißen sie? Motoren? Hm? Kannst du gerne machen. Gräben hast du mit Holzspicken besetzt? Ja. Ich habe jetzt halt nur, konnte die jetzt noch nicht komplett mit Dings machen. Eisen oder was? Genau, ich konnte es nur nicht mit Eisen komplett verstärken. Das Haus ist ja auch schon safe, ne? Das ist ja. Oh, wo war die? Okay, ich kann nicht Motorrad. Ah. Scheiße, ich gehe ins Haus. Leuchteschlampe kommt. Ah. Alleine habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Hätte ich auch keinen Nerv drauf. Ah, sie ist schon durch das Stacheldraht gelaufen. Ah, schade. Oh, du bist mit dem Motorrad gefahren und jetzt rennen ein paar hinter dir her. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim, Ich hoffe, ich finde noch ein paar. Ach ja, mein Knochending brauche ich gar nicht mehr. Die Knochenklinge. Nö. Tschüss. Ich glaube, das Messer wird mit Stahl repariert. Och, kann sein. Nicht so wichtig. Mach uns auch im Augenblick relativ viele Bolzen noch für die Nacht. Das ist auch nicht schlecht. Also ich hatte 400 in Auftrag gegeben. Also 400 Spitzen, die verarbeite ich gerade.
Ich hoffe, es reicht. Ich habe ein Platzproblem. Dann hau ich sie jetzt rein. So. Wo sind denn die Eier hier, verdammt? Wo kann ich in die denn? Ach, hier. Zack. Bisschen Yucca. Das kommt woanders hin. Plaster hatten wir hier. Wo ist Plaster? Plaster da. Richtig, okay. Nee, Schuppen ist nämlich auf jeden Fall nicht auseinander, das dauert zu lange. Ja, ist ja schon. Oh, es ist heute. Die Nerven. Soll sie in der Falle sterben, ist mir Wumpe. Kreischt Hussi. So, ein Motor habe ich schon mal. Oh, das ist gut. Noch ein Motor? Alter, die hat mich nicht gesehen und trotzdem hat sie Zombies angelockt. Na, kommt her, ihr beiden. So, du zwischen den Bäumen, wo bist du? Komm her. Ich sehe dich. Ja, komm mal hier. Komm mal hier, komm mal hier. Ja, fein, komm mal hier, kleiner Zombie. Siehst du mich? Jetzt siehst du mich nicht. Jetzt siehst du mich, jetzt siehst du mich nicht. Und jetzt siehst du mich. Oh. Hey! Du hast nicht gewettet. Waren doch nur zwei. Da hinten ist noch einer. Headshot. Joe's Used Cars, das klingt doch super. Ja. Oh, dann hacke ich jetzt auch mal ein paar Bäumchen. Oh. Da leuchtet was. Na, die kommen ja auch immer zu häufig hier, die leuchtet Zombies. Vielleicht be. Um 19 Uhr mache ich mich so oder so auf dem Heimweg. Also ich will auf jeden Fall rechtzeitig vor Anbruch der Dunkelheit zu Hause sein. Zwei Motoren bringe ich auf jeden Fall mit. So. Das ist gut. Dann werden auf jeden Fall alle Blade Traps laufen diese Nacht. Das ist gut. Noch ein Motor, es sind drei Motoren. Ich glaube, vielleicht sollte man einen Balkon auf der anderen Seite bauen, damit wir da vielleicht auch nochmal irgendwie einen Generator hinkriegen. Ich glaube, das mache ich sogar jetzt. Ich habe ja ein bisschen Holz, aber ein bisschen was weggehackt. Komm her, die paar Seeds verlege ich auch nochmal schnell.
Oh, Alter. Wetter. Kappen, kappen, kappen. So, in 11 Minuten ist auch meine Nahtoderfahrung weg. Puh. Oh! Du hier! Das ist ja das, was ich meine mit den Bäumen. Da kommt die direkt aus diesem scheiß grün bewaldeten Baum raus. Jetzt hast du hier sogar flinke Zombies dabei. Alter, hier lösche ich nicht. Ja, ich erwisch dich nicht oder was? Du erwischst mich oder wie? Komm mal klar in deiner Zauberwelt hier. Mama mia, welch Aggro. Apropos Zauberwelt, Tode macht sich jetzt auf den Heimweg. Ah, noch wer ohne Fahrschein? Jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Oh, ihr habt jetzt gut. Ihr könnt jetzt zurückspulen. Was wollte ich denn gerade machen, verdammt? Ah ja, Balkon. Da könnte man ja da oben. Da könnte man ja aufreißen. Mal kurz gucken, ob wer guckt. Aber guckt wo keiner. Hui. Komm nach Hause und ich bringe 3 Motoren mit. Mach das. Und zu Hause esse ich was. Mindestens ein Wildbret, einen Topf. Das ist eine gute Idee. Habe ich denn noch an Nahrung? Wollen wir hier erstmal einen Break machen und dann nächstes Mal? Ja. Gut, dann machen wir hier einen Break. Nächstes Mal Blutrote Nacht. Einschalten, abonnieren, liken, kommentieren, alles machen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.